Sie haben alle Spiele gewonnen und dabei keinen einzigen Satz abgegeben. Das Tischtennisteam Feuerschlag der Grundschule Oker hat den 5. Rundlauf-Teamcup bei den Vierklässlern gewonnen. Die Mannschaft in den roten Shirts setzte sich im Finale gegen die Abzocker von der Wortschule mit 3:0 durch und machte in der heimischen Helmut-Sander-Halle den Triumph perfekt. Wir haben es auch dieses Jahr so gehabt, dass wir eine sehr ehrgeizige Mannschaft gehabt haben, die auch dann gewonnen hat, sagte Sportlehrerin Ilka Breustell zum Sieg ihrer Klasse. Genauso überzeugend spielten auch die 5 Feuerbälle-Kids von der Schillerschule. Das Endspiel bei den Drittklässlern gegen die Tischtenniskicker der Grundschule Jürgen Ohl gewannen sie ebenfalls mit 3:0. Der Spaß steht natürlich im Vordergrund, es sind aber alle sehr ehrgeizig. Wenn dann so ein Ergebnis rauskommt, ist alles super, sagte Sportlehrer Johannes Watzak von der Schillerschule. Er ist mit seinen Klassen seit Beginn der Veranstaltung immer dabei gewesen. An der 5. Auflage des Rundlauf-Teamcups hatten jeweils 12 Mannschaften der 3. und 4. Klassen aus dem Kreis Goslar teilgenommen. Dabei jagten rund 120 Kinder der kleinen Kugel hinterher. Für die Siegerteams gab es nicht nur reichlich Applaus und Urkunden, sondern auch einen Tisch mit einem aufgedruckten Mannschaftsfoto. Das durfte für viele Schulen Ansporn sein, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.